geliebte Menschenfamilie, geliebter Mensch, fühle dich herzlich willkommen und fühle dich eingeladen, mit uns allen zusammen in die Energie der Seelenpartner hineinzugehen, zu diesem einen bestimmten Menschen in diese Energie hineinzugehen, der dir ganz nahe steht. Damit du die Energien besonders stark fühlen kannst, bitte ich dich jetzt, dich auf dein Herz zu konzentrieren und dich mit deinem Herzen auszudehnen. Das Licht der Liebe einzuatmen und zu fühlen, wie sich die Energie ändert. Zu fühlen, wie du immer ruhiger wirst. Vielleicht sogar auch deinen Herzschlag zu spüren. Und wenn du dir nun die Erlaubnis gibst, zuzulassen, dich fallen zu lassen, dich hinzugeben und die Kontrolle mal abgibst, dann können die Energien besonders gut für dich wirken. Und so befindest du dich nun in deinem Herzensraum. Die goldene Sonne deines Herzens hat sich ausgedehnt und sie strahlt voller Liebe in deinem Energiefeld und in deiner Aura. Du trägst den goldenen Schimmer des höheren Bewusstseins der Liebe. Und ich möchte dich nun hinführen in die Ebene, wo du all die Seelenpartner, die Twin Flames treffen kannst, die zu dir gehören. Und wenn du es erlaubst, mit einem inneren Ja, dann wird deine Seele nun in dieses Feld geführt. Es geschieht mit einem tiefen Atemzug, den du jetzt ausführst. Und so trägt dein Bewusstsein deine Seele in dieses Feld hinein. Es ist jetzt im Moment ganz still. Es ist so, dass du die Stille hörst und dass du ganz tief entspannt bist, dich einfach tragen lässt von der Liebe, von der vollkommenen, bedingungslosen Liebe, welche in diesem Feld enorme Kraft trägt. Und so beginnst du zu schweben. Es ist so, als wenn dich deine Seele trägt und du in einem schwerelosen Raum schwebst. Du bist glücklich, ausgeglichen, und es geht dir gut. Nimm dir ein wenig Zeit, um diesen Zustand zu genießen. Und nun werde dir bewusst, dass du, bevor du hier inkarniert bist, mit einer anderen Seele, mit einer Partner- oder Partnerinnenseele,
etwas ausgemacht hast, werde dir dessen Versprechen bewusst. Und jetzt in diesem Moment wirst du dieses Versprechen erkennen. Du wirst sehen oder fühlen. Die Situationen, die vielleicht schon waren oder die noch kommen. Du wirst spüren, wie es sein wird, wenn du auf diesen einen Menschen triffst, mit welchem du so eng verbunden bist. Ich gebe dir ein wenig Zeit, damit du deiner Liebe und deiner Vorstellungskraft Raum geben kannst. Und wenn dein Wunsch in deinem Herzen brennt, diesen einen Menschen kennenzulernen, dann lass das Bild in dir entstehen, wie ihr euch umarmt oder küsst. Lass dieses Bild entstehen und sende es hinaus in diese Bewusstseinsebene der Seelen. Denn dort haben sich bereits alle Seelen eingefunden. Und dort ist auch die eine Seele, der eine Teil von dir, der zu dir gehört. Lass die Bilder oder die Gefühle einfach kommen. Lass dich tragen. Alles geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Du bist geschützt und geliebt. Die geistigen Wesen sind bei dir. Der Wunsch, diesen einen Menschen kennenzulernen, der kommt ganz tief aus deinem Herzen. Er kommt nicht aus deinem Verstand. Er kommt aus deinem innersten Herzen heraus, wie ein Lichtstrahl der Liebe. Stell dir vor, dass dieser Lichtstrahl der Liebe nun aus deinem Herzen strahlt. Und dass du über diesen Lichtstrahl deinen Seelenpartner, deine Seelenpartnerin kennenlernen wirst. Stell es dir vor. Und mit deiner Vorstellungskraft wird diese Energie in deiner Aura abgespeichert. Dein Resonanzfeld richtet sich neu aus und du wirst über dieses Resonanzfeld diesen einen Menschen anziehen und du wirst es auch ganz genau wissen, wenn er dir gegenübersteht. Du wirst dieses Gefühl verspüren, dieses eine Gefühl, was man nicht beschreiben kann. Die Seelenengel sind bei dir, sie singen deinen Namen und sie erkennen deine Energie, deine Liebe. Sie übergeben dir die Kugeln der Liebe, welche du trägst.
Und diese Kugeln der Liebe werden es ermöglichen, diesen einen Menschen zu finden. Egal, ob er dich findet oder du ihn findest, diese Kugeln werden sich anziehen und du wirst dir auch ganz sicher sein. Und nun lass dich ganz sanft von deiner Seele wieder zurück in deine Dimension, in das Hier und Jetzt hineintragen. Dein Resonanzfeld hat sich verändert und du kannst es immer wieder erneuern, indem du diese Meditation wiederholst. Aber setze dich niemals unter Druck, sondern betrachte alles spielerisch und in Leichtigkeit. Und wenn du wieder hier bist, in deinen Räumen, bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Wenn du deinen Seelenpartner schon kennst, dann sende ihm jetzt ganz viel Liebe und ganz viel Dankbarkeit, dass ihr euch getroffen habt. Auch das darf sein. Hüllt ihn ein mit eurer Herzensliebe, ihr lieben Lichtmenschen, ihr seid alle so lieb. Und ich wünsche euch sehr von Herzen, dass ihr euren Seelenpartner oder Partnerin treffen werdet, so bald wie möglich. Es wird für jeden so sein, wie es passend ist. Ich danke euch sehr, dass ihr heute eure Zeit mit mir verbracht habt. Und wenn ihr weiterhin die neuesten Botschaften und so schöne Meditationen hören möchtet, dann dürft ihr mich gerne unterstützen, indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier draufklicken und schon seid ihr dabei. Herzlichen Dank. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.